Hallo und herzlich willkommen zurück am heutigen Mega Kornwelt Mittwoch. Und ja, wie versprochen, habe ich den Zug in der Zwischenzeit schon hier zum Hof gefahren. Und jetzt laden wir hier das Stroh ab. Jetzt sollte auch da neues Stroh geladen werden. Ihr seht, das funktioniert. Wunderbar. Er macht dann weiter. Mittlerweile haben wir ein bisschen Geld auf dem Konto und könnten uns jetzt gleich eine neue Strohballenhalle kaufen. Das wäre ja schon mal nice. So, jetzt gehen wir hier auf Silos. Mal gucken, ob die jetzt mit hier drin ist. Nein, ist sie nicht. Gut, hier drauf gehen. So, da haben wir das Strohlager. Da ist es. So, jetzt machen wir mal. Jetzt gehen wir mal hier in die Richtung. So, da ist Feld 11. Ah ne, Feld 17 ist es hier, ne? Ja, Feld 11, 17, ja, schon richtig. So, dann machen wir hier runter. Stopp. So, jetzt haben wir hier. Da ist sie also, die neue Strohballenhalle. Ich würde sie gerne hier so hinbauen. Dann kann man nämlich hier auch das Stroh rausholen. Da passen ein paar Millionen rein. Ah ja, ein paar. Jetzt ist gut. Ich glaube, 1,8 Millionen Liter passen dort hinein in die Halle. So, dann wollen wir mal einen neuen Anhänger kaufen noch. Nämlich den hier. So, Felgenfarbe, das. Fällt mir jetzt nicht unbedingt so gut. Aber das hier fällt mir auch nicht so toll. Sieht auch hässlich aus. Ja, nehmen wir das, oder? Nehmen wir das? Ja, sieht auch irgendwie kacke aus. Nehmen wir das Blau hier, oder? Sieht zwar nicht gerade toll aus, aber ja. So, Design, was ist das hier, Hühner? Ja, so, Kauf. Okay. Was ist denn hier? So, ja, die Zeit wieder runter. Weil jetzt geht's hier richtig wieder zur Sache. Ja, gesehen, die Ernte kann losgehen. Das heißt also, wenn wir jetzt gleich hier mal ein paar Fahrzeuge an den Start bringen. Den Zug wird schon gleich zwischen den zwei Folgen, werde ich den dann wieder hochfahren. Mal eben schnell hier den Timer noch starten. Hab vergessen.
Oder hat das schon nicht genommen? Keine Ahnung. Ich habe gerade noch die Tagesschau geguckt und war also doch sehr erschrocken, dass es also in Bayern jetzt den ersten Landkreis gibt. Ist ja nur ein Landkreis, aber dass es halt jetzt da eine Ausgangssperre gibt, so wie das ja mal im Frühjahr sich mal ankündigte. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es das geben wird. Aber siehe da, die Corona-Zahlen, weiß ich nicht, 236 pro 100.000 Einwohner. Man konnte wohl irgendwie, ja, das war nicht nachvollziehbar, wo die Zahlen herkommen. Also es gab keinen Hotspot, so wie das ja irgendwie Neudeutsch heißt. Und ja. Daher hat man sich dann zu dieser sehr, wie ich finde, rigorosen Maßnahme entschieden. Schon ganz schön hart. So, jetzt wollen wir uns mal eben schnell die Halle angucken. Die war noch hier irgendwo, hier vorne. Hier ist sie. Das neue Strohlager. Ja, von mir sieht nicht allzu hübsch aus wegen dem Rohr da oben. Ja, ich sag mal, als erster Entwurf so ist auf jeden Fall, ne, auch schön beleuchtet. Es sind also echt viele Lampen drin. Wenn es dunkel ist, werdet ihr da sehen, das Ding ist, ja, das leuchtet wie ein Kerzenbaum, wirklich. Das leuchtet. Gibt noch keine Anzeigetafel, auch die fehlt noch. Die kommt auch noch hier drauf. Hier kann man allerdings das Stroh rausholen. Das funktioniert schon. Ja. Also von daher, das funktionierte schon mal alles. So, jetzt wollen wir mal gucken hier. So, jetzt mal erstmal hier. So. Der lädt schon mal wieder hier Stroh ab. Oh mein Gott. Und hier geht's wieder nicht. Warum auch immer er das nicht mäht. Er macht es nicht. Ganze Zeit lief das Ding und jetzt auf einmal läuft es wieder nicht mehr. Ich verstehe das. Ob das hier am Feld liegt oder was, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Irgendwie sind hier noch irgendwelche Reste. Mal gucken. Und jetzt hier. Irgendwie, ja, keine Ahnung, ich weiß nicht. So, wir müssen jetzt mal hier oben hin, weil hier ist ein Feldreif und da muss jetzt mal geerntet werden. Wähle Position auf Karte. Zack, hier oben. So, Vorgänge 1, 2, 3. Im Uhrzeigersinn scharf. 10%. 14,10 Meter. 2 auf demselben Kurs. Kurs generieren. Da ist der Kurs schon. Am ersten Wegpunkt einstellen, speichern, F03.
So. Das haben wir auch. Dann müssen wir hier einstellen. Fahrzeugverband aktivieren. Eins links. Los geht's hier. Und auch hier kommt wieder schön Strom herum. Mal gucken, wo deine Kollege jetzt lang fährt. Oder ob man jetzt wieder einstellen müssen, dass er wieder 14 Meter weiter links fährt. Aber ich glaube nicht. Ernsthaft jetzt? Was macht er denn jetzt? Ernsthaft jetzt? Das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch auch nicht wahr sein, wirklich. Abfahrer einstellen. Aha, jetzt fährt er weiter. Ich glaub, echt unglaublich. Unglaublich, wirklich. Wer kann sie glauben? Guck mal eben hier. Ach, jetzt ist auch noch alles deaktiviert. Da muss schon der erste entladen werden. Ja, alter Schwede. Geht ja was ab, ey.
Da war auch mal. Also ihr seht, jetzt geht's hier wieder richtig zur Sache. Jetzt ist hier wieder Action angesagt. Zeit vorgespult und schon geht's los hier. Aber er hält immer einen schönen Abstand, da ist schon mal beruhigend, der jetzt nicht weiterfährt. Bin ich schon mal ganz beruhigt. So, ja, mal gucken, wo haben wir denn noch? Die Frage, wir haben nur noch die zwei? Mehr haben wir nicht mehr. Okay. Ein ganz bitterer Moment. Wer ist hier Wasser am Auffüllen? Naja. Jetzt haben wir schon Düngen da. Also das heißt, wir müssen eins zu Feld 7 schicken. Ne, also Feld 48, 49. Schon Hofner. Ja, die weiß ich. Im Moment bin ich ein bisschen durcheinander wegen den ganzen Fahrzeugen, die wir haben. Und hast du nicht gesehen? So, Feld 48, 49, da muss gedroschen werden. Mal sehen, ob wir erst das machen oder ob wir erst das machen. Ich würde sagen, das hat höhere Priorität. Und da oben der Tabak. So, sehr schön. Hier haben wir nur Hexer, ne? Genau. Nur Hexer. So. Das abgekoppelt.
Also, auf zum nächsten Nadelwagen. Gut, wenn wir oft ein Schwein genommen haben. Ja, das heißt also am Freitag, in der Freitagsfolge und auch am Freitag, na klar, im Livestream ist also wieder Ernten angesagt. Das ist mal Fakt. Soll auf jeden Fall einiges schaffen. Ich meine, ich hätte noch zwei Überladewagen. Da habe ich die Halle ja schon mal klasse hingestellt. Das funktioniert jetzt aber hier gar nicht mehr. Das funktionierte ja vorher schon nicht so gut. Jetzt funktioniert es aber mehr hier. Sehr schön. Das ist ja schon mal hervorragend. So, Mensch, den LKW wollte ich zum Shop unterschicken. Gucken wir gerade mal, wie hier das aussieht. Ah, das Sägewerk ist leer gelaufen. 22 Paletten haben wir hier. Ah, gut. Ja, egal. Hier haben wir 32, also naja. Egal. Ist denn jetzt der Kollege hier, an dem man nicht? Was ich noch nicht so ganz verstehe, ich meine, wir hätten zwei Überladewagen, aber ist jetzt egal.
Ich sag jetzt mal, ne, was haben wir jetzt? 52.000. Dreimal abgetankt. Jetzt nur noch einmal, dann ist er hier voll. Lass mal abladen fahren. Fahren wir dem hier hinterher, weil wir das erstes voll werden. Die sind jetzt hier angekommen. Sehr schön. Den lassen wir erstmal hier stehen. So, wir steigen jetzt hier ein. Dann lassen wir den mal. Mal gucken. Ist ja auch schon einer durchfahren. Ganz toll hier. Oh Gott, ey. Ah ja, was soll's. Kann sich ändern. Hier oben schnell, jetzt zack, schon wieder ein bisschen laden. Ja, oh. Und jetzt mal hier den einen hier angesetzt hier. So, Kursgenerierung. Das erste Mal hier Feld 48, 49. Bin begeistert. 1, 2, 3, 4 Vorgewende. Das habe ich ausgewählt. 2 auf einem Kurs scharf. 10%, 14 Meter 10. Kurs generieren, jetzt sind wir mal gespannt. Ja, das soll es auch für diese Folge gewesen sein am heutigen Mittwoch. Ich wünsche euch noch eine schöne Restwoche, einen schönen Restmittwoch. Bleibt gesund, passt auf euch auf. Und ja. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut. Genießt noch ein bisschen hier YouTube. Schaut euch noch das eine oder andere Video von mir an. Würde mich freuen. Und bis dahin bin ich wieder raus und bye bye.